Willkommen zurück in den Tiefen von Norfair bei Super Metroid. Ich würde sagen, wir schauen uns mal gleich weiter um. Im letzten Part haben wir die High Jump Boots unter anderem bekommen, auch die Super Missiles, den ersten Zwischengegner besiegt. Deshalb würde ich sagen, schauen wir uns da mal hier ein bisschen um. Okay, vielleicht eine Missile? Ah ja, das ist effektiv. Ich dachte schon. Bombe vielleicht? Ja, das ist wieder so mit dem Dash, den Samus erst irgendwann später kriegt. Naja, gehen wir mal weiter. Haben wir noch nicht alle Gänge ausgeschöpft hier. Genau, vielleicht mit kurzer Erklärung. Ihr habt es ja schon mitbekommen, dass ich heute Metroid auf dem Sendeplatz von Let's Show Retro kommt. Ich habe mir nämlich überlegt, so schnell wie letzten Endes Super Metroid doch gewählt wurde, dass ich doch Let's Show Retro lieber nur alle 2 Wochen mache. Eigentlich wollte ich euch jede Woche nämlich ein paar zeigen, ein neues Retro-Spiel. Aber sonst halt muss ich so viele Versprechen machen, die ich nach und nach erst einhalten kann, weil selbst wenn ich jetzt beim nächsten Let's Show Retro, nächste Woche kommt's versprochen, alle 2 Wochen halt eben nur. Ah, Schaden, Schaden, Schaden. Kommt halt eben alle 2 Wochen nur. Aber ich werde das Versprechen erst einlösen, wenn ich hier mit Super Metroid fertig bin, weil ansonsten weiß ich nicht, wie wir das zeitlich schaffen sollten mit unserem Kanal. Und deshalb, ja, kommt Super Metroid halt eben 2 bis 3 Mal die Woche statt nur 2 Mal. So, aber wenn wir da unten nicht weiterkommen, wo können wir denn noch lang gehen? Da links haben wir doch eigentlich schon alles erkundet. Und die beiden oberen Gänge, da kommen wir doch auch nicht weiter. Oder irre ich mich jetzt gerade? Ich kann natürlich nochmal gucken. Genau, durch den kommen wir ja nicht durch. Mir was. Das hier war ja, glaube ich, der Gang, wo die Türen runtergingen, wo man durchrennen musste. Ja. Und dafür sind wir definitiv nicht schnell genug. Da oben komme ich auch nirgendwo durch. Ne. Also hier ist definitiv Ende Gelände. Ich glaube, der gegenüberliegende Gang war doch mit der anderen Hitzestelle. Ich kann ja mal kurz reinschnuppern, aber wenn es ist, dann verziehe ich mich da sofort wieder. Ich habe keine Lust, so viel Schaden zu nehmen. Oh ja, ist es, weg hier, weg hier. Naja, immerhin wurden wir ein bisschen geheilt. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe gerade richtig viel Laune daran, Super Metroid zu spielen. Es ist ein cooles Spiel. Es ist spannend, es erkunden macht einfach mir persönlich also furchtbar viel Laune. Deshalb bin ich nicht unbedingt traurig, da noch ein paar mehr zu machen in der Woche. Hier komme ich doch definitiv jetzt. Ah, doch, da brauche ich eine Super Missile für. Ist das jetzt nur ein Geheimgang oder geht es hier wirklich weiter? Was ist das? Das ist alles hier sehr mysteriös gerade. Autsch. Oh, treffe ich das Ding jetzt echt nicht? Jetzt komme ich hier doch auch schon wieder nicht weiter, oder bin ich blöd? Ups, das sollte keine Super Missile sein. Ah, doch, da ist ein Durchgang. Hätte mich auch gewundert jetzt. Oh, muss ich hier echt erstmal alle Gegner besiegt haben für. Hab ich doch. Warum komme ich denn durch die Tür nicht durch? Okay. Das ist jetzt doch sehr irritierend, aber das scheint eh nur ein Bonusraum zu sein. Obwohl es da ja auch irgendwie scheinbar weitergeht. Ne, also hier geht es erstmal nicht weiter, glaube ich, für uns zumindest. Da kann man ja auch nur mit den High Jump Boots lang. Muss ich da jetzt echt nochmal eine Super Missile für verschwenden? Ah, ganz so unwahrscheinlich ist es nicht, dass wir uns hier ein bisschen nochmal umgucken dann. Aber ich kann noch gute Neuigkeiten machen. Nämlich die E3 war ja am Mittwoch. Den Part von Mittwoch. Am Dienstag. Mittwoch. Manchmal bin ich auch ein bisschen verwirrt. Genau, in den Part von Mittwoch habe ich leider schon am Dienstag aufgenommen, deshalb konnte ich da nicht, natürlich nicht drauf eingehen. Aber es gab ja gleich 2 Ankündigungen zu Metroid, die mich beide sehr gefreut haben. Zum einen gibt es ein Remake von Metroid 2. Einem der wenigen Metroids, die ich bis jetzt noch nicht gespielt habe. Und zwar für den 3DS Metroid Samus Returns. Und es sieht echt gut aus.
freue ich mich jetzt schon wirklich massiv drauf. Und natürlich die viel größere Ankündigung ist für die Switch Metroid Prime 4. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich mit der Metroid Prime-Reihe überhaupt erst an Metroid rangekommen bin. Und dementsprechend habe ich natürlich die meisten positiven Erinnerungen mit der Reihe. Und umso mehr freut es mich, dass da ein Spiel angekündigt wird. Und ich sage euch, das wird definitiv Let's Played. Egal, ob Leo mitmachen will oder nicht. Weil darauf freue ich mich jetzt schon. Es wird eine ganze Weile dauern, schätze ich mal. Aber Vorfreude ist ja die schönste Freude, bekannterweise. Im Moment weiß ich irgendwie nicht so richtig, wo wir jetzt hin sollen. Genau, hier gab es ja die Energieaufladung. Lohnt sich gerade nicht so sehr, aber wollen uns nicht beklagen. Aber hier komme ich ja nicht mehr hoch. Die Dinger kann ich ja auch nicht einfrieren. Kann ich die irgendwie mit einer Missile besiegen? Eine Super Missile. Okay, mit einer Super Missile kriege ich sie platt, aber damit komme ich ja auch nicht höher. Und hier komme ich auch definitiv erstmal so nicht hoch. Ah, da hinten ist ein Boss-Gegner. Scheinbar zumindestens. Den Gang da. Achso, das war der mit der Tür mit der Orangenen. Ich wäre eigentlich ganz gerne mal wieder hoch zu Krateria, damit ich hier auch nochmal die Gänge angucken kann, die ich verpasst habe. Ich weiß nicht, wie ich hier wieder hochkommen soll. Dafür bräuchte ich vielleicht den Eisbeam, um mir die Plattform zu bauen, aber den haben wir einfach nicht. Achso, hier war ja mit Springen. Ah, jetzt nochmal nach Norfair. Gab es da definitiv keinen Gang mehr für uns, außer den mit der Hitze, und ich glaube nicht, dass wir da durch müssen. Das wäre ein bisschen sehr brutal vom Spiel. Charge Beam. Ich würde die ganze Zeit sagen, dass hier noch was ist, aber ich kann natürlich mal probieren, da eine Bombe abzulegen. Ich will mich von mit einer Bombe werfen lassen und gucken, ob ich dann rüberkomme. Sieht aber weniger so aus. Nee. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich hier weiterkomme im Moment. Ah, was ist das? Das lässt mich mal los. Das war irgendwie blöd gelaufen. Und wo genau sind wir hier eigentlich? Ein Maridia. Na komm, geh zur Karte. Ach, das Ding hier, dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Powerbombe, um das zu zerstören. Rate ich einfach mal. Missiles und Super Missiles haben ja nichts gebracht. Ich denke mal, Maridia ist auch allgemein erstmal ein späteres Gebiet. Da müssen wir doch hier irgendwie lang. Hier kamen wir ohne die High Jump Boots vorher nicht hin. Hier kamen wir jetzt definitiv nicht lang. Nee. Und hier unten war ja nur die graue Tür, wofür wir vermutlich irgendwie sowas wie den Charge Beam brauchen, um die aufzuladen. Ich weiß es nicht. Ja, nochmal vielleicht Bomben verteilen? Ups, nicht richtig aufgeladen. Hä, was ist das denn? Jetzt. Ah, hier gibt's einen Weg lang. Ja. Da habe ich mich wohl ein bisschen blöd angestellt. Ach, nicht schon wieder die Viecher. Da hat weh getan. Oh, ich schalte mal auf Missiles, um die Nerven ein bisschen. Was wird das? Kommen doch jetzt noch mehr. Ach komm, hier ist doch ein Gang, oder? Ja. Der war sehr offensichtlich. Oh, ein Speicherpunkt. Ich glaube, dann speichere ich auch mal ab. Wenn uns da wirklich bei als gleichen Bossgegner erwartet. Komm schon. Schade bloß, dass es wirklich nicht wie ein Prime heilt. Und schade, dass ich alle meine Super Missiles schon verschossen habe. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ist bloß die Frage, wie geht's hier weiter?
An sich ist ja der Drunterngang. Oh, nicht noch so ein Vieh. Oh, so viele von den Viechern. Die sind aber auch echt schwer zu treffen. Die Messer fliegen halt eben auch so unglaublich langsam. Da muss ich hier irgendwo zwischendrin eine Bombe legen? Irgendwas hier machen? Ich kann einfach mal Bomben ordentlich verteilen. Ah, da ist was. Aufstehen kann ich hier drin ja nicht. Hä, was ist das denn da für ein Block? Wie soll ich da rankommen? Ist doch hier irgendwo was zum Zerstören. Aha, okay, das war sehr offensichtlich. Ja, und die Musik ändert sich. Das sieht wieder nach Weltraumpiraten aus. Für die brauche ich eine Missile. Ich lasse mir die Missiles gleich ausgerüstet. Da kommen wahrscheinlich ein paar von denen. Was sind das für Toren? Das ist nervig. Was ist das? Noch da mal wieder auf Missiles umschalten. Ah, und wir kriegen super Missiles aufgeladen, sehr schön. Naja, gut vorbereitet sieht anders aus. Aber probieren wir es doch einfach mal. Ah, jetzt kommen die kleinen Viecher hier wieder. Kommt auch noch mehr raus? Die sind eigentlich immer gut, um Materialien zu farmen. Ein bisschen Leben will ich noch haben, liebe Leute. Dauert vielleicht einen Moment, aber wenn hier wirklich gleich ein Endgegner kommt. Ach komm, keine Missiles, ich will leben. Ja, das reicht. Was ist das? Ist das eine Leiche? Oh Gott. Dafür eine Missile. Ah, die Missile hat definitiv wehgetan. Ja, auch drei Missiles hat es gebraucht. Langsam wird das Spiel echt hart. Okay, und wie komme ich hier rüber? Ah, okay. Passiert von allein was. Und da haben wir unseren ersten Endboss scheinbar. Oder Boss. Da wird erstmal auf Missiles geschossen. Vermutlich ins Maul, oder? Ach, ich versuche mal auf Super Missiles umzusteigen. Ich meine definitiv mehr Schaden. Ist ich da jetzt auch hinterher, ja, oder? Was will das? Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh. So vielen Sachen, die ich ausweichen muss. Kann ich da die kleinen Dinge abschießen für Leben? Das ist echt blöd, dass ich da andauernd... Ich trau mich halt eben mit der Decke nicht richtig hochzuspringen. Na komm, mach dein Maul auf. Oh, nicht schon wieder runter. Ich stelle mich gerade alles andere als brillant an, leider. Okay, komm schon. Im Moment habe ich hier die Ruhe. Komm, mach dein Maul auf. Komm schon, ich will dich füttern. Willst du nichts zu essen haben? Habe ich irgendwas gerade massiv falsch? Also eben hat er es aufgemacht, aber... Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen darauf konzentrieren, die kleinen Dinge hier abzuschießen für Leben. Ich brauche dringend Leben, da als jetzt irgendwie Schaden zu machen.
Die machen aber. Oh, und da sind wir Game Over. So, das war wohl unser erstes Game Over. Habt ihr noch mal kurz den Startbildschirm gesehen? Naja, macht nichts, weiter geht's. Immerhin wissen wir jetzt, wo wir lang müssen. Aber ich kann auch versuchen, so ein bisschen vorher Sachen zu farmen. Hier kommen ja gleich diese fliegenden Viecher, die mich natürlich erwischen müssen. Die Hellstrom Boots sind aber teilweise ein bisschen schwieriger, dadurch, dass man höher springt. Nein. Ich glaube, das ist Kral dort gewesen. Ich glaube, ich sollte mich echt nicht mehr so auf meine Beamwaffen verlassen. Auch hier jetzt bei den Dingern. Oh, die Steine an der Decke sind aber auch einfach nur fies. Ja, 2 Missiles und das war's. Oh, und er lässt Leben da, wie schön. Mhm. Die Dinge habe ich komplett vergessen. Na komm raus. Kommt jetzt echt keine Nacht, doch. Und dann geht jetzt mal ein bisschen fröhliches Leben und Missiles farmen los. Wir haben sie ja nötig, haben wir eben gesehen. Bitter nötig sogar. Ja, wenigstens spucken sie jetzt ordentlich Leben aus. Na komm, einmal Leben noch, dann bin ich zufrieden. Okay, bisschen mehr als 5. Ja, ich denke, so ist gut. So. Oh, ich will die nämlich da lassen, damit sie nicht mehr auftauchen. Jetzt sehen wir hier nochmal die Leiche. Also wenn man weiß, wie es geht, kommt man ja gut dran vorbei. Naja, umso spannender geht's jetzt weiter gegen Kral im zweiten Anlauf. Na komm schon, Kleiner. Aha, die Musik ist aber auch echt klasse gemacht. Ich versuche mich mal hinten zu positionieren. Kann ich auf seiner Hand besser ausweichen. Okay, die 2 Schaden machen mir jetzt relativ wenig. Scheinbar war das sehr effektiv. Das fiese ist halt, wenn man jetzt auch aus dem Bildschirm rausläuft. Die kleinen Dinger. Ja, der hat gesessen. Versuche ich mich mal um die kleinen Dinger kurz zu kümmern hier. Autsch, natürlich, das muss ich abbekommen. Na komm, brüll nochmal, Kleiner. Zeig mir deine Zähne. Oh, warum sagt er denn nichts? Autsch. Oh. Jetzt sehe ich ihn halt eben auch wieder nicht mehr. Jetzt sehe ich ihn. Autsch. Mich das Ding weggetragen da. Ist halt eben das Blöde, dass man die ganze Zeit hin und her schalten muss mit Select. Ansonsten könnte ich mich halt eben auch um die kleinen Dinger zwischendurch kümmern. Oh. Die kleinen Dinger machen echt mehr Schaden als er. Sie hören mich zwar zwischendurch auch, aber nur minimalistisch. Muss ich die irgendwie abschießen, damit er mal brüllt? Die
kommen ja die ganze Zeit wieder, nur sein Maul geht nicht auf. Autsch. Na, jetzt bin ich zu kurz gesprungen. Oh, nein, 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 oh, das macht viel zu viel Schaden. Ich hole mir kurz das Leben hier, das muss sein. Ja, jetzt. Oh, immer noch nicht. Was ist das denn? Ah, jetzt. Nein, ich habe die Chance verpasst. Und jetzt falle ich auch noch runter. Oh, nimm gleich nochmal Schaden. Ist das ein Elend hier? Ich habe ihn zum Beispiel eben gar nicht brüllen gehört, als er das Maul auf hatte. Guck mal, hier oben bin ich. Sag doch mal was. Oh, doch, jetzt. Nein! Oh, warum ist es an seiner Hand hängen geblieben? Warum? Ja, doch, jetzt leuchten die Augen. Oh. Komm schon. Ja! Danke, Spiel. Der war echt hart. Also richtig hart. Wenn das jetzt nur der erste Endgegner war, habe ich richtig Angst vor dem Rest des Spiels, Leute. Ich frage mich, ob wir jetzt irgendeine coole Belohnung dafür kriegen. Oh. Das ist auf jeden Fall eine Belohnung. Den Warrior Suit. Das erklärt natürlich auch einiges, was wir jetzt tun sollen. Ihr seht, wir sehen ein bisschen anders aus. Wir haben nämlich kein Upgrade für unsere Waffen, sondern für unseren Anzug bekommen. Impliziert ja schon der Name Warrior Suit. Und der Vorteil vom Warrior Suit ist, dass er großen Temperaturen standhält. Und was haben wir entdeckt? Zwei Stellen, wo wir weggehen mussten, weil es zu heiß war. Na dann. Machen wir uns doch gleich mal auf den Weg hin. Ich überlege bloß, ich glaube, ich mache noch einmal ganz kurz den Abstecher nach. Oh, nicht nochmal das Vieh. Oh, das droppt aber richtig viele Super Missiles. Also sind da auch die Weltraumpiraten wieder hier? Ja. Na, die machen mir wenig. Irgendwie machen wir nochmal kurz einen Abstecher zum Speichern. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Und nach dem Endkampf würde ich doch ganz gern das alles speichern. Oh, jetzt sind auch die Viecher natürlich wieder da. Friss Missile. Du auch. Ach, sonst war hier keiner erstmal. Okay, der da, aber von dem renne ich weg. Uff. Ersten Endkampf. Ein bisschen will ich noch. Ich will vor allem jetzt gucken, was die heißen Stellen in Norfair sind. Und seid ehrlich, ihr wollt auch gucken. Ups, jetzt bin ich auf die Karte statt Select gekommen. Komm schon, ach egal. Danke. Wie darfst du überleben? Ich lass dich mal. Ah, aber jetzt ist auch der Raum da offen. Ah ne, von dem kommen wir ja, oder? Ne, Quatsch, das ist der andere. Cool. Gleich mal gucken, was dahinter ist. Gegner. Hä, wie werde ich den jetzt los? Nicht Pause. Warum komme ich auch nicht raus, solange ich den nicht los bin? Haben wir eine Super Missile vielleicht? Ja. Ah, sonst gibt es hier doch bestimmt irgendetwas, oder? Das war doch nicht nur ein fieser Fallenraum hier. Also, falls es hier noch was gibt, dann ist es sehr gut versteckt. Aha, Energietank. Ich dachte schon. Ja, dann haben wir mittlerweile 4 Lebensbalken. Fühlt man sich doch gleich besser. Hätte man aber auch vor dem Endgegner verteilen lassen können. Naja. Nicht so dramatisch. Gehen wir gleich mal weiter. Ich will jetzt wirklich nochmal gucken, was in Norfair ist. Cool, da kommen wir auch so. Ach stimmt, hier brauchte ich ja die Super Missile. Das wäre so unnötig.
Aber der Various Suit ist auch schon viel bekannter wieder vom optischen Bild, aber ich glaube, er ist ein Ticken dunkler in dem Spiel, oder? Als der normale Suit. Ja, ich glaube schon. Es ist auch so ein klassisches Bild hier. Gucken wir doch erstmal, was hier unten ist. Bei dem anderen sah es ja eher so aus wie ein Rückweg mit einem Morphball. Ah ne, hier war ja die Tür, wo wir nicht durchkommen. Also müssen wir doch da oben durch. Das fand noch eins höher, glaube ich. Also nicht dort, die orangene Tür. Bin echt gespannt, was wir dafür für eine Waffe brauchen. Und ja, es lohnt sich auch mal, die kleinen Viecher platt zu machen, da die ordentlich Missile-Vorräte auffüllen können. Und was wir sonst noch alles später haben werden. So, kann man hier vielleicht... Ah, hier konnte man sich einen Weg freischießen. Leuchtet ein. Was ist das? Das gefällt mir weniger. Okay, gucken wir mal hier oben, wenn ich da hochkomme. Das ist scheinbar der Rückweg dann wieder. Oh, da ist ja noch so ein Vieh. Oh, macht der so viel Schaden? Wo habe ich den ganzen Schaden her? Muss ich gleich mal drauf achten. Das sind anderthalb Energietanks, die uns da gerade fehlen. Okay, das Ding macht 30 Schaden, wenn der andere auch 30 macht. Dann klärt sich, wo mein ganzes Leben hin ist. Ich muss lernen, vorsichtiger zu sein. Hier ist Lava. Also so hitzeresistent wie der Various Suit auch ist, ich glaube, in Lava sollte ich nicht rein. Und bei den Dingen ist meistens ganz gut, sich unten zu halten, weil die nicht ganz am Boden können. Hier ist so viel Lava unten, da will ich eigentlich nicht hin. Ah, hier ist eine Tür. Eine Super Missile und auf ist sie. Wackelt. War ja klar, dass die Lava hochkommt. Also ist hier ein kleines Jump'n'Run. Noah. Und ich jumpe gleich daneben. Die Dinger sind nur zur Ablenkung da. Oh, der dafür aber nicht. Der dafür definitiv nicht. Kann ich mich klein machen? Jo. Kann ich den am Ende einer Bombe erwischen? Nee, scheinbar nicht. Das ist alles nur eine Frage von Timing gerade, habe ich das Gefühl. Außer bei an der Stelle hier. Die Lava. Da muss ich hier schnell durch. Und raus. Lief doch gar nicht so schlecht. Und jetzt haben wir eine komplett neue Umgebung scheinbar. Hier oben gibt es eine Tür. Und hier kann man sich doch bestimmt durchschießen, ja. Und hier hinten gibt es auch noch was, oder? Ja. Oh, wenn wir schon hier unten sind, gucken wir uns das da erstmal an. Achso, da. Ja, ein Missile-Container scheinbar. Ich habe gar nicht komplett den Überblick verloren, wie viele Missiles wir jetzt eigentlich mitführen können schon. Es sieht eigentlich so aus, als ob man hier noch weiter könnte, aber... Scheinbar nicht dadurch, sondern... Ah, da habt ihr es gesehen, da konnten wir irgendwie durch. Also müssen wir hier erstmal hoch. Zu der Tür, da kommen wir gar nicht. Ich sag, gucken wir doch erstmal, was hier in der Tür ist. Ein Speicherpunkt. Ich würde sagen, das trifft sich doch ganz gut. Dann lassen wir es für heute gut sein. Wir haben eine Menge geschafft. Wir haben unseren ersten von den vier Endgegnern besiegt. Und mit den High Jump Boots ordentlich Energie. Und einem scheinbar komplett neuen Gebiet zu erkunden, verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf, bin gespannt, was kommt. Bis dann, ciao!